Sofia Nati. Heute war es in zweite Bundesliga Nord ein Topspiel. Duisburg gegen Kloppenburg. Wie ist das gelaufen? Ja, wir haben 2-0 gewonnen. War ein hartes Spiel, ein kampfbetontes Spiel. Der Platz war nicht gut, aber wir haben uns reingekämpft und haben verdient 2-0 gewonnen. Ja, die erste Tor, das ist etwas Spezielles? Ja, die Steffi hat den Rein geflankt und der ging dann ins Tor, ja. Und dann nach der Halbzeit, zweite Tor ist eine Flanke, eine Ecke. Ja, genau. Was passiert? Ich glaube, der Ball, der kommt zu Lee und dann... Rachel? Ja, genau. Rach stoppt dann ab und tut den rein. Ja. 2-0 wieder zu Hause, das ist ein Score, das immer gibt. Ja, gewonnen ist gewonnen. Ob es 2-0, 1-0, Hauptsache wir haben gewonnen. Ja. Und das war ein Top-Spiel. Jetzt haben wir Kloppenburg 6 Punkte hinter uns und das ist wichtig. Ja, und Sie haben auch noch immer das Maximum der Punkte, ne? Genau. Wir haben alle Spiele, alle Siege. Ja, und jetzt folgen 2 Auswärtsspiele. Augsburg und Lubars, denke ich. Genau. Schwer, oder? Wenn man aufsteigen will, ist alles schwer. Deswegen einfach Gas geben, so wie heute kämpfen, spielen wie die letzten Wochen und dann ist alles möglich. Ja. Auf dem Feld haben Sie auch Kenntnis gemacht mit Carol, die zurückkam heute. Wie war das? Ja, wir haben uns schon vor dem Spiel kurz unterhalten. Sie war damals meine Zimmerpartnerin und war schön, sie zu sehen. Okay, danke schön. Viel Spaß noch. Danke. Danke.